Was geht YouTube? Nineborn wieder am Start für euch mit einem neuen Video zu Dying Light 2. Ihr kennt wahrscheinlich alle das Problem, dass ihr irgendeine richtig coole Easter Egg Waffe herstellen wollt, aber euch der nötige Schrott dafür fehlt. Für die meisten richtig geilen Easter Egg Waffen braucht ihr über 300 Schrott und dementsprechend ist das Ganze Mangelware. Ich zeige euch aber jetzt, wie ihr das Problem ganz einfach beheben könnt, in 30 Minuten über 999 Schrott farmen könnt. Das Ganze ist auch auf 999 begrenzt. Das heißt, wenn ihr diese Anzahl an Schrott erreicht habt, könnt ihr nicht mehr aufnehmen. Das heißt, ihr müsst dann, ihr seid dann quasi gezwungen, auch den Schrott zu verbrauchen. Und dementsprechend ist es wirklich sehr geil, dass ihr in einer halben Stunde quasi genauso viel Schrott farmen könnt, wie maximal möglich ist. Und ich zeige euch jetzt die einfachste Methode. Das Ganze funktioniert, indem ihr einfach die Händler resettet. Mein favorisierter Händler, wenn ihr die Peacekeeper gewählt habt, ist dieser beim Schiff. Ich zeige euch jetzt hier den Spot auch nochmal auf der Karte. Das heißt, hier könnt ihr einfach hingehen zu dieser Händlerin und euch Schrott kaufen. Das Ganze beträgt immer so zwischen 10 und 30 Schrott, was ihr da bekommt. Und dann legt ihr euch einfach schlafen, wiederholt das Ganze und könnt so immer wieder Schrott abgreifen. Also im Regelfall müssten das so um die 25, 30 Schrott die Minute sein. Wenn man das Ganze dann hochrechnet, dann kommt man eben auch easy auf 999 Schrott. Der einzige Nachteil ist, dass das Ganze Geld kostet, auch wenn es extrem wenig ist. Das sollte sich eigentlich so ziemlich jeder von euch leisten können. Nichtsdestotrotz möchte ich euch noch eine andere Möglichkeit zeigen, denn es gibt einen Laden, den ich entdeckt habe, den ich quasi schon seit Tag 1 nutze und liebe, denn dort kann man unendlich viel Schrott bekommen. Und ich zeige euch jetzt einfach kurz, wie es hier in meinem Inventar aussieht. Ich habe jetzt hier 103 Schrott, also ziemlich genau 100 Schrott. Und dann werden wir einfach mal schauen, wie viel wir hier aus diesem Laden rausholen können. Das Ganze befindet sich in Old Villador. Das heißt, ihr könnt diesen Laden auch schon direkt zu Beginn des Spiels abklappern. Und das heißt, wir gehen jetzt hier einfach mal rein und schauen, wie viel wir hier rausholen können. Wir müssen natürlich zunächst die ganzen Infizierten erst beseitigen. Ich bin natürlich jetzt wagemutig, wie ich bin, hier bei Tag reingegangen. Wenn ihr da ein bisschen auf Nummer sicher gehen wollt, macht das Ganze bei Nacht, dann habt ihr hier ein bisschen weniger Stress. Ich bin mittlerweile so hoch gelevelt, dass das gar kein Problem ist. Ich kann hier alles one-shotten und dementsprechend mache ich das einfach schnell. Und dann werdet ihr sehen, ihr könnt hier extrem viel Schrott abgreifen. Nachdem ich das Ganze gemacht habe, habe ich jetzt einfach mal geschaut, okay, wie viel Schrott haben wir jetzt hier mitgenommen. Und es sind auf jeden Fall über 150 Teile an Schrott, die wir nur allein in diesem Laden bekommen. Das heißt, ihr könnt das Ganze auch verbinden, indem ihr einfach die Händler oder speziell die Händlerin beim Schiff abklappert, quasi da den Schrott mitnehmt und dann noch diesen Laden quasi farmt. Dann könnt ihr das Ganze miteinander kombinieren und kriegt einfach extrem viel Schrott. Für die Leute, die die Survivor gewählt haben, hauptsächlich die ganzen Survivor-Standpunkte haben, ist das Ganze auch kein Problem. Da könnt ihr das Ganze beim Bazaar easy machen. Da geht das, glaube ich, sogar noch mal einen Ticken schneller, weil der Weg vom Bett zum Händler noch kürzer ist. Und da ist das Ganze auch easy umsetzbar. Ich zeige euch auch nochmal auf der Karte, wo der Bazaar ist. Wobei, ich denke, jedem von euch sollte klar sein, wo der Bazaar ist. Ja, das soll es auch zu dem Video gewesen sein. Ich denke, das war's dann mit den Schrottproblemen. Hoffe ich auf jeden Fall. Lasst mir gerne eine Bewertung da. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin sage ich, macht's gut. Nineborn, Ende.